Tschüss. Und damit wünsche ich euch recht herzlich willkommen zum Start der Trainerkarriere mit Hertha BSC. Ja, ihr seht's richtig, wir haben ein Transferbudget von 71,97 Millionen. Also knapp 72 Millionen mit der Hertha. Wir sind hier mit Dortmund und Bayern die Mannschaft mit den meisten Millionen auf der Uhr. Das ist krank, Mann. Das ist wirklich geisteskrank. Ich werde auf Legende starten. Man kann auch oft wieder auf Ultimativ hochgehen. Ich habe vor, mindestens 1-2 Folgen in der Woche von der Hertha-Karriere zu bringen. Genau, die War to Glory gibt es ja auch noch auf meinem Kanal. Die FIFA 21 Ultimate War to Glory und natürlich FIFA Mobile um 20 Uhr. Und der Rest bleibt alles so. Wir machen locker, deaktiviert. Erhalte zu Beginn deiner Karriere eine Finanzspritze. Eigentlich könnten wir die... Alter, 500 Millionen, Alter, wie geil ist das denn? Also dadurch, dass er Hertha eigentlich 500 Millionen bekommt... Nein, Spaß beiseite, ich mach die aktiviert. Das wäre auch mal geil, ne? Stadion? Alter, was kann man hier noch alles machen? Das ist ja alles neu hier. Der Fußball ist wieder da. Das ist auch der neue Ball, ne? Der neue Derby-Star-Ball. Da habe ich doch diese spezielle Karte. Mir wurde ja von der Bundesliga von Top so eine Karte zugeschickt mit einem Originalstück des Prototypens der Bundesliga, also der vom neuen Derby-Star-Ball. No joke, your story. Sieht schon nice aus, ne? Das neue, frische Design. Ich nehme mal das erste Turnier hier mit 7,6 Millionen. Das Turnier werde ich eh komplett simulieren. Da ich solche Turniere eigentlich nie wirklich selber spiele. Das erste, was mir auffällt, Trainingstag. Also, das ist schon mal was Neues. Da gucken wir gleich rein. Ich möchte erstmal hier reinschauen. Bissigkeit ist neu, Fitness und Moral. Okay, da okay. Strategien, das ist ja klar. Ja, ja. Piontek, ah, guck mal. Zufriedenheit, Bissigkeit. Also das ist schon eine coole Erneuerung, muss ich sagen. Guck mal, John Cordoba ist am Start hier. Also ich weiß noch nicht, wie ich es aufstelle. Also ich würde schon gern Doppelspitze Piontek Cordoba, aber ich möchte auch eigentlich Luke Bakio spielen. Kunja wird sowieso da im ZOM stehen. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal schauen, was wir uns so holen noch, weil wir haben ja halt, wie gesagt, 71,97 Millionen auf der Uhr. Ah, guck mal, was man hier noch alles einstellen kann. Im Kalender hat man jetzt die Möglichkeit, die Trainingstage zu bestimmen, den Ruhetag zu bestimmen. Ruhetag ist jetzt derzeit vor dem Spiel und nach dem Spiel ist immer ein Erholungstag. Man könnte aber auch vollkommen vor dem Spiel Trainingstag, also man könnte überall Training reinhauen. Aber ich lasse das mal, es macht schon Sinn, dass vor dem Spiel ein Ruhetag ist, dass sich die Spieler halt ausruhen vor dem Spiel. Nein, nicht simulieren bis dahin. Wisst ihr? Dann Wochenplan, abwechselndes Training, abwechselnder Ruhetag. Nur Training, nur Ruhetag. Nee, komm, ich mach abwechselndes Training. Dass halt vor dem Spiel ein Ruhetag ist und nach dem Spiel ein Erholungstag. Macht aus meiner Sicht Sinn. Und da ich ja hier der Trainer bin, bestimme ich hier alles. Wir werden nur realistische Transfers tätigen. Also wir werden uns Spieler holen, die jetzt auch im Gespräch bei der Hertha sind. Also ganz klar ist schon mal, ja, wo wir uns nicht verbessern werden, ist im Kasten. Da bleibt ein Schwolo, hinten bleibt Torunariga, Boyata, finde ich nice. Toussaint bleibt auf der 6, Darida wird safe spielen, Kunja, Piontek. Ja, wir holen uns halt noch für die Breite, sage ich mal, was Neues. Wir könnten uns diesen Rein Adelaide holen, der steht ja halt im Gespräch. Götze steht im Gespräch, aber Götze ist eher für mich ja nicht so interessant und auch nicht so glaubwürdig. Also dieser Rein Adelaide habe ich gehört, dann habe ich Bakayoko und Wendell. Und Wendell ist einer, den ich hier direkt mal anfrage, weil der in echt auch bei Leverkusen nicht mal so wirklich eine Rolle spielt und bei uns würde halt hinten links wirklich aushelfen. Und deswegen Spieler-Scouting, Scout-Fähigkeiten, also Karrieremodus, was ich so sehe, es sind schon geile Neuerungen, ne? Wenn man so sich die letzten Jahre anguckt, FIFA 17 auf FIFA 18, FIFA 18 auf FIFA 19, ist halt fast eigentlich gar nichts immer verbessert worden. Und dieses Jahr ist halt schon, ich spiele ja seit ein paar Minuten erst hier im Karrieremodus, schon nice gemacht. Ich habe gerade nochmal die ganzen Transfers mir angeguckt, also der hier dieser Jeff Rein Adelaide steht im Gespräch, Wendell steht im Gespräch und auch gerade eben wieder die Nachricht reingekommen, Transferhammer, wechselt Mario Götze jetzt doch
zu den Berlinern. Bruno Labbadia ist großer Mario Götze-Fan. Also, wir könnten auch Mario Götze holen. Können wir nicht, weil es kein Mario Götze gibt. What? Weil er jetzt vereinslos ist, gibt es den nicht im Karrieremodus oder was? Ey, nicht euer Ernst, Mann. Ich hätte Götze jetzt so gern geholt, ne? Wir müssen unser Geld ja nicht rausschmeißen. Dann hole ich mir oder frag halt diesen Jeff Rain Adelaide. Wahrscheinlich spreche ich ihn immer falsch aus. Ich frage ihn an, weil der halt auch in echt auch angefragt worden ist. Und ich möchte dieses Jahr hier halt auch ja realistisch bleiben mit der Hertha und nicht komplett ausrasten. Und mit 70 Millionen, klar, könnte man ein bisschen ausrasten mit 70 Millionen, aber wir müssen jetzt nicht direkt alles in der ersten Saison rausschmeißen. Also abgeben möchte ich eigentlich keinen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ob ich vielleicht einen verkaufen könnte oder so, aber eigentlich nicht. Deswegen versuchen wir jetzt nur Wendell zu bekommen. Ich habe keine Ahnung, was der kosten könnte. Ich hoffe nicht, dass Leverkusen hier komplett eskaliert und hier mir den Vogel zeigt, weil keine Ahnung, was der kosten wird oder kosten könnte. Ich glaube, in echt wird Wendell mit 6 Millionen gehandelt. Ich mache mal 4 Millionen. Keine Ahnung. Rastet der aus? Oh, okay, perfekt. Huhuch. Genauso wenig weiß ich das auch mit, ja, unserem Jeff. Ich nenne ihn jetzt einfach immer Jeff, ne? Wenn ich Jeff sage, meine ich den Rain Adelaide, Jungs. Ich mach mal für Jeff. Ich glaube, in echt wird's für 27 Millionen gehandelt. Ich mach mal 18 Millionen. Keine Ahnung, ob da ein faires Angebot. Wahrscheinlich war das zu viel, ne? Das war bestimmt zu viel. Ich muss das ja jetzt nicht eigentlich annehmen. Ich könnte jetzt auch einfach nichts machen und dann kriegen wir halt Jeff nicht. Aber das ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Ich hole mir jetzt unseren Jeff, Leute. 18 Millionen ist im Vergleich für die Realität, sage ich mal, da hat oder sollte Hertha angeblich irgendwie 27 Millionen zahlen. Das ist aber derzeit zu viel, laut Hertha, Preetz und Co. 5 Jahre, wichtige Rolle, unterschreiben wir so. Keine Freigabesumme, perfekt, genauso wie ich es mir wünsche. Und jetzt das Gehalt. Gehalt? Keine Ahnung, was kriegt der? Was aktuelles Gehalt, steht nichts da. 20.000 ist viel zu wenig, ne? 30.000 ist auch zu wenig, glaube ich, oder? Möchte mit 31.000, wir bieten Einstiegsbonus und 5 Tore. Ja, nee, also Bonus müssen wir entfernen. Den Einstiegsbonus kriegt er meinetwegen. Okay, sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Mit Wendell müssen wir ein bisschen warten und dann können wir ihn nochmal erneut anfragen. Weil Wendell wäre ziemlich... Also Wendell wäre richtig nice. Und jetzt möchte ich hier mal reinschauen, Leute. Trainingstag. Was ist das hier? Wie kann ich das machen? Taktikvorlage. Hertha Berlin Standard. Ah, okay. Also wird was quasi immer das erste Team trainiert oder was? Taktik importieren. Neue Taktikvorlage. Sieht beinahe danach aus. Okay. Das heißt, wir müssen erstmal unsere Aufstellung aufbauen hier. Und ich würde ja gerne eigentlich lieber im 4-3-3 spielen hier. 4-3-3 offensiv, dass ich halt im Zentraloffensiven halt Kunja reinstelle, klar. Luke Barke über rechts. Und den Jeff Dirusun über links. Dann habe ich einen Toussaint halt im Zentralen. Einen Askasiba, beziehungsweise ich sehe eher da einen Darida. Niklas Stark, Anne Mai, also die Ersatzbank, die wir hier haben. Cefiuik spielt bei mir auf jeden Fall. Plattenhardt hinten links, beziehungsweise ich sehe da eher einen Mittelstädt, beziehungsweise einen Wendell. Normalerweise könnten wir einen von den dreien verkaufen, also von den beiden. Von Plattenhardt oder Mittelstädt könnten wir verkaufen. Eigentlich eher Plattenhardt, aber irgendwie kriege ich das nicht über mein Herz, weil Plattenhardt ist einfach ein geiler Mann. Hier so ein Bark. Ich könnte ein paar Spieler verleihen. So ein Omar Rekik, also der Bruder von Karim Rekik. Den könnte ich verleihen. So ein Redan könnte ich auch verleihen. Einen Lukas Netz könnte ich verleihen. Einen Körber könnte ich verleihen. Und da ist natürlich auch unser neuer Mann hier. Der Jeff ist mit am Start. 75. Kommt rein für einen Packer erstmal. Wird aber jetzt erstmal, ja, auf die erste Formation wird da nicht Einsatz bekommen. Also wird vielleicht mal hier und da gegen eine etwas schwächere Mannschaft spielen oder eingewechselt, klar. Aber so erstmal nicht. Und da fällt mir auch ein, es gibt ja auch in FIFA 21 die neue Simulation. Nicht nur das hier, Trainingsneue Simulation,
sondern auch, wenn man halt die Spiele zockt. Da ist jetzt auch eine neue Simulation, ne? Bissigkeit plus 2 bei allen, Fitness minus 10. Okay, muss ich das jetzt immer machen, Jungs? Alter, wie sieht das hier aus, Junge? Ich komme auch gar nicht so wirklich klar. Also alles irgendwie neu. Sieht geil aus. Da ist unser neuer Mann, der Jeffy Maffy. Und jetzt hier das erste Spiel. Kann ich das simulieren? Partie spielen, Partie simulieren. Hier, ich möchte ganz normal simulieren. Boah, geil, Alter. Simulieren. Und bei dieser Simulation kann ich jetzt, glaube ich, noch eingreifen, ne? Wenn das jetzt... Mal guckt euch das an hier. Jetzt no joke. Wie geil ist das denn gemacht? Hertha BSC gegen Osasuna. Osasuna, schalalala. Es lädt, es lädt, es lädt. So, jetzt starts, jetzt starts. Und so wird das Spiel dann ab... Ah, wie geil ist das denn gemacht? Jetzt hier. Wer ist am Ball? Oh, das fehlt mir. Also so, wer noch am Ball ist, das wäre noch geiler gewesen, ne? Jetzt hier hinten rechts Osasuna. Die 27 in der Mitte, schön angegriffen von der 16. Das ist Jeff Dürosun, der alle Freiheiten hat, jetzt wieder auf links zurückkehrt. Hinten Osasuna, Spielaufbau, 4 auf die 2. Ich kann den Namen gar nicht so schnell lesen. An rechts an der Seite Unai Garcia und Nacho Vidal, da am Zusammenspiel. Die Berliner pressen gut, Cefiuric muss rauf. Wie geil ist das denn? Heftig, Mann. No joke. Feier ich. Feier ich jetzt schon. Und jetzt könnte ich quasi auch, ich könnte jetzt, wenn ich Viereck drücke, könnte ich eingreifen und bin sofort in dieser Spielszene mit drin und spiele halt selbst. Ich probiere es mal. Ich probiere es irgendwie in der 80. Minute selbst reinzugehen. Wollen wir das so machen? Und ich kann jetzt hier auch auf Werte gehen. Statist. Ah, ich kann hier. Ah, okay, okay. Ich kann hier Statistiken. Ich kann auf Offensiv Dings einstellen. Ballbesitzquote. Wir haben 12% Ballbesitz. Alter, 15% Ballbesitz. Strategie können wir ändern. Was kann man da machen? Hallo. Da, genau. Ach, das können wir jetzt so einstellen hier. Strategie. Ach, das ist da unten. Und wenn ich jetzt 3 drücke, pausiert sich das Ganze oder wird weitergespielt? Es pausiert sich, wenn ich auf Teammanagement gehe. Okay, das ist ein guter Angriff. Ey, jawohl. Oh, Junge, Ecke. Ecke, Ecke, Ecke. Der Spielstil von Osasuna ist langer Ball und zurückfallen lassen. Da muss einer raufschießen. Junge, da muss doch einer raufschießen. Piontek mit der 9 da vorne drin. Wonariga, Darida, Mittelstädt, Darida. Darida geht durch. Piontek nicht gut angespielt. 39. Minute, 0-0. What? Kaleri mit dem 0-1. Osasuna führt. Unfassbar. Soll ich die zweite Halbzeit spielen? Ja, ich greife ein, Jungs. Wir testen's aus. Lol, man kommt direkt rein. Man kommt direkt in die Partie rein, Jungs. Tusat. Ich bin im Spiel. Ich spiele selbst jetzt. Und Jeff. Let's go, Mann. Let's go. Jeff Dürosun, komm, lass uns direkt den Ausgleichstreffer machen. Bam! Eingegriffen. Wunderbar. Jungs, der beste Manager aller Zeiten. Der beste Trainer aller Zeiten. Matthäus Cunha, 1-1. Ausgleichstreffer. Die Game Phases, richtig nice. Piontek gefällt mir nicht so wirklich. Cunha gefällt mir aber dafür umso besser. Torunariga auch heftig. Das Game Phase von ihm. Hier schön in die Mitte gespielt. Ich war 2 Minuten quasi auf dem Platz. Und Matthäus Cunha, auch einer meiner Lieblinge, weil der einfach so wuselig ist. Matthäus Cunha, einfach ein geiler, geiler Spieler der Berliner. Puh, und somit spielen wir jetzt die zweite Halbzeit selbst. Oder kann ich jetzt auch wieder zurückgehen in die Simulation? Das müsste ich Rest simulieren. Wie geil ist das denn? Ich kann jetzt weiter in die Simulation reingehen. Das ist heftig, Mann. Heftig. Das ist so gut gemacht von EA. Ich nenne das Kind beim Namen. Das ist heftig gemacht von EA. Und rein theoretisch könnte ich jetzt auch sagen, ich greife ein und ich spiele den Angriff weiter. Und kann nach dem Angriff wieder sagen, nö, ich simuliere jetzt doch weiter. Weil genau diesen Angriff von Matthäus Cunha verwerte ich nämlich. 2-1. Matthäus Cunha Doppelpack. Ich habe zweimal eingegriffen in die Simulation und ja, habe jetzt 2 Tore gemacht. Matthäus Cunha, Ehrenmann. Ehrenmann. Schöner Pass von Darida aus der Mitte.
Und dann verwertet er natürlich. Matheus Cunha hat genau das gleiche Trikot an wie ich gerade. Und ich möchte jetzt mal das ausprobieren, was ich gerade eben schon gesehen habe. Nämlich, ich kann auch zum Endergebnis gehen. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich führe und wir haben, es ist so geblieben, wir haben 2:1 gewonnen. So geht es nämlich auch. Also die Erneuerungen, die EA jetzt hier eingebaut hat mit den Simulationen, mega. So, Rollen. Kapitän Boyata. Kurzer Freistoß, Cunha, Cunha, Cunha. Cunha, linke Ecke, Luke Bacchio, rechte Ecke, Cunha. So können wir alles lassen. Also ich bin mit der Aufstellung, so wie wir jetzt spielen, zufrieden. So können wir eigentlich reingehen. Ich muss da, wie gesagt, wenn Dell noch hinten links kommt, wird er sicherlich in die erste Aufstellung kommen. Und Mittelstädt wird dann halt immer so der, ja, wie soll ich sagen, der Austauschspieler sein. Manchmal Wendell, manchmal Mittelstädt und Plattenhardt wird dann halt, ja, wird dann halt nicht mehr so häufig spielen bei uns. Also eine Sache finde ich ja auch noch frech, ne? Ich habe gerade nochmal geguckt, freie Spieler, Mario Götze, es gibt keinen Mario Götze. Ich hätte mir so gerne jetzt Mario Götze zu den Berlinern geholt. So, wir simulieren mal weiter zum Spiel gegen Eibar, haben auch gewonnen das erste Spiel. Aber kann ich jetzt auch von hier aus sagen, schnelle Simulation. Und das ist quasi die Simulation, die wir kennen, ne? 1-1 habe ich gespielt. Piontek hat es gemacht in der 73. Wir haben geführt, aber leider nur einen Punkt mitgenommen. Aber egal, der Punkt reicht aus. Ist ja eh nur das Vorbereitungsturnier, was eigentlich nicht so wichtig ist. Das erste Spiel ist gegen Hoffenheim. Das ist in echt ja nicht so gewesen. Köln, Wolfsburg. Also es ist nicht der Spielplan wie in echt oder wie? Wahrscheinlich nicht, ne? DFB-Pokal wird wahrscheinlich auch noch ausgelost, weil das, ja, nee, ist halt alles Liga. Seht ihr auch, Liga steht ja da. Okay. Okay, da okay, okay. Dann gehen wir mal rein in die Simulation gegen Sassuolo. Sassuolo, 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 Sassuolo. Und ich mache hier wieder Schnellsimulation. Vorbereitungscup mache ich Schnellsimulation, aber wenn wir mal Bundesligaspiele simulieren, dann würde ich sagen, ich bin jetzt rausgeflogen, oder? Wenn wir Bundesligaspiele simulieren, nee, ich bin nicht rausgeflogen, mache ich das über die, ja, erneuerte Simulation, weil die ist für Bundesliga einfach geiler. Also, was ich da gerade gesehen habe, war ein bisschen erschreckend. Alter, was ist denn hier mit der Fitness? Guckt euch das mal an. Ich muss ja komplett auswechseln. WTF. Okay, Arne Meyer da. Unser neuer Mann, Askasiba. Also da muss ich mich ja nochmal komplett reinfuchsen mit dem neuen System. Niklas Stark. Ich muss wirklich jetzt die komplette Elf auswechseln. Karim Rekik. Klünti. Vorne rechts spielt einen Lecky. Und vorne links ein Gankam. Ja, so werde ich spielen. Zack. Schauen wir mal, ob wir jetzt das Halbfinale gewinnen können mit unserer Ersatzaufstellung. Und was ist mit Wendell? Ist der auch schon wieder zu haben? Ist da... Ah ja, perfekt. Sehr gut. Kann ich wieder eine neue Anfrage stellen. Aber wie viele soll ich jetzt bieten? Ich weiß es halt nicht. Ich weiß es immer noch nicht. Wenn ich jetzt 10 Millionen sage, vielleicht ist das wieder zu viel. Ich mache einfach mal Spielertausch. Spielertausch gegen... nee, im Sturmlicht eigentlich kein abgeben. Flügelspieler. Hier gegen Paul Dardai, also gegen den Sohn von Paul Dardai. Ja, der Trainer damals hieß auch Paul Dardai, der Sohn heißt auch Paul Dardai. Was sagt? Machen vernünftige. Ey, ich habe gedacht, wenn ich einen Spieler nehme, dann rastet der nicht so aus. Och nee. Okay, Jungs, wir gehen rein ins Halbfinale. Ich mache schnelle Simulation. Und ich hoffe. Ngankam, Junge! Es hat sich bezahlt gemacht, Ngankam spielen zu lassen. Heftig, Mann. Er macht einfach einen Doppelpack. Und somit stehen wir im Finale des Vorbereitungscups. Lol, wir haben ein Angebot von Marseille für Maxi Mittelstädt. 13 Millionen. Nee, Mittelstädt gebe ich nicht ab. Mittelstädt bleibt Berliner, bleibt Hertaner. Wir gehen noch rein ins Finale, würde ich sagen. Ins Finale und wir machen im Finale... Alter, die Spieler... Also die Fitness, muss ich ganz ehrlich sagen, dieses Jahr irgendwie komplett crazy, habe ich das Gefühl. Alter, alle Spieler sind ja hier nicht so
What the shit, Alter? Pekarik spielt. WTF. Ja, ich lass das so. Ich muss das so lassen. Alter. Das ist geisteskrank hier. Stelle ich mich einfach nur lost an oder ist das echt hier alles neu mit den Fitness-Dingern? Ich gehe rein in die normale Simulation, weil wenn es schlecht läuft, kann ich ja noch eingreifen und so das Finale dann gewinnen. Also Ballbesitz läuft bei uns wieder richtig gut. Richtig stabil mit 25%. Kapi. Jetzt aber mal die Nummern, da wir halt nicht mit unserer Startaufstellung spielen. 7 Lecky natürlich. Ei. Und das ist 1-0, ne? Das ist das 1-0 für Sporting Tabata. Eingreifen. Komm, Jungs, wir gehen rein in die Partie. Wir gehen rein in die Partie, spielen mit dem schönen Auswärtstrikot und versuchen jetzt das Ganze noch zu retten. Jawohl. Jeff. Nein. Und jetzt ist noch offensiv faul oder was? Ja gut, wollte ich nicht eigentlich eingreifen, um das Ganze nochmal hier zu drehen? Eigentlich schon. Jetzt aber, Lecky, Alter, wie sieht denn sein Spieler hier aus? Unfassbar, in Gankam. Oh. Komm, John Cordoba, Junge. Mach ihn doch rein. Nee, Darida aber nicht für einen Gankam. Was macht Schwolo da? Schwolo? Nee, Jahrstein, zieht dein Schwolo-Kostüm aus. So hieß es ja. 3-0. Eigentlich kann ich jetzt hier, also nicht abbrechen, sondern zum Endergebnis gehen. Das geht dann auch so schneller, weil, ja, Finale haben wir verloren. GG an Sporting. Problem war auch ganz klar die Fitness. Also, ich hoffe, dass jetzt die Fitness nur gering war, weil wir halt so 2-3 Spiele in 5 Tagen hatten oder so, wegen dem Vorbereitungscup. Weil wenn ich jetzt ganz normal weiter simuliere, hoffe ich, dass es besser ist, Trainingstag. So, wenn wir jetzt auf den Trainingstag gehen, können wir wieder so simulieren. Aha, ja, okay, alles simulieren. Zack, kann ich auch die Spieler hier mal auswählen, welche ich trainiere, oder geht das nicht? Wahrscheinlich, wenn ich auf den Trainingsplan da gehe, oder? Leihangebot für Bark, den wollte ich sowieso, aber ohne Kaufoption. Nee, da lehne ich ab hier, ne? Kaufoption möchte ich nicht haben, weil Flo Bark soll für 1-2 Jahre verliehen werden, aber länger nicht. Und Kaufoption möchte ich nicht. So, jetzt hier Trainingstag. Und wenn ich jetzt beim Trainingstag, ich glaube, ich bin mir halt nicht sicher, aber wenn ich jetzt auf Taktikvorlagen gehe, dann hier rauf gehe. Achso, jetzt sind sowieso die Spieler, ja, macht Sinn. Jetzt werden ja die Spieler trainiert, die halt in der Aufstellung sind. Und nicht die Spieler, die, oder? Also wenn ich jetzt hier wieder Piontek und Co. reinmache, werden die trainiert. Also glaube ich zumindest. Und Piontek da wieder. Wir simulieren. Okay. Bissigkeit geht höher. Von allen. Ja, aber Redan hat dann nur 31, weil er halt auch nicht gespielt hat. Der Pekarik hat ja auch ein paar Spiele nicht gespielt. Deswegen ist die Bissigkeit auch nicht da, wo es von Piontek beispielsweise ist oder so. Lol, Sporting hat uns Gonzalo Plata sowie eine Ablöse von 3,5 Millionen für John Cordoba angeboten. Ja, Moinski, Tauschspieler anzeigen. Wer ist das? Gonzalo Plata, 10 Millionen wert, 74er Spieler. Nee, Jungs, also wir haben ja erst, das ist ein neuer Spieler von uns, John Cordoba, deswegen verkaufe ich doch jetzt John Cordoba nicht. Ich würde sagen, wir lassen uns noch ein paar Wochen Zeit für die Transfers, dass ihr unten reinschreiben könnt noch fürs nächste Mal, weil in der nächsten Folge machen wir auf jeden Fall dann die ersten Bundesligaspiele. Ich denke mal, Hoffenheim, Köln und Wolfsburg werden wir in der nächsten Folge durchziehen. Das war's mit der ersten Folge der Hertha BSC Trainerkarriere hier auf meinem Kanal. Es macht mega, mega Bock. Ganz viele neue Dinge, die man machen kann, die man zeigen kann, die man spielen kann. Die Simulation ist für mich einfach ein Highlight. Ganz klare Sache.
Und das war's mit der Hertha BSC Trainerkarriere-Folge. Wir sehen uns natürlich um höchstwahrscheinlich 19 Uhr wieder, weil da gibt es die Road to Glory und um 20 Uhr zu 20 Uhr FIFA Mobile Folge. Da ist ja gestern auch was ultra heftiges passiert. Wenn ihr die gestrige 20 Uhr Folge nicht gesehen habt, schaut gern vorbei. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.